Willkommen, meine Lieben, bei Nachspielzeit der Werder Bremen Podcast mit Jessica und Tobias. Es ist so, die Auslosung der zweiten Pokalrunde des DFB-Pokals stand jetzt heute an. Und die Nordclubs müssen jetzt reisen, alle außer Wolfsburg. Die empfangen nämlich Dortmund. Und wo Werder, Pauli, Kiel und HSV hin müssen, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Habt ihr das gesehen gehabt oder fiebert ihr es gerade mit? Ich habe es nämlich noch gar nicht gesehen, deswegen lasse ich mich einfach mal überraschen. Auslosung. Wolfsburg gegen Dortmund. Paderborn empfängt Werder Bremen. Ist das nicht cool? Wie im letzten Jahr sind wir wieder bei Paderborn. Leipzig muss gegen Pauli in Leipzig. Köln gegen Holstein Kiel und Freiburg gegen HSV. Ich glaube, das wird alles sehr lustig werden. Wolfsburg, Dortmund, Dortmunder. Ich würde einfach sagen, Wolfsburg ist gerade aktuell so ein bisschen auf demselben Niveau wie Werder Bremen. Wenn ihr das uns gleich macht, dann könnt ihr wenigstens eine Verlängerung rausholen und dann, ja, hilf euch der liebe Gott. Paderborn, ja, eigentlich würde man behaupten, das wäre eine klare Sache, aber böse Zungen munkeln ja schon wieder. Dann wäre da ja auch schon wieder Schwierigkeiten. Immer diese Zweit- und Drittligisten, da haben wir ja immer unsere Schwierigkeiten mit. Normalerweise auf dem Papier sollte das ein klares Ding sein. Warten wir es ab. Ich hoffe natürlich auf Werder Bremen. Kann man schwer sagen, Paderborn ist kampfbetont, aber da ist heute was passiert. Und deswegen müssen wir mal abwarten, wie das sich entwickelt. Deswegen kann ich das gar nicht einschätzen. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Also bleibt spannend an diesem Video bitte dran. Leipzig, Pauli. Ja, Pauli, Leipzig will vielleicht ein spannendes Spiel werden, aber es muss Leipzig eigentlich ziehen. Köln, Holstein, Kiel. Und da erhoffe ich mir ja, dass Kiel das zieht. Obwohl gerade Köln den Haas, hier Schalke weggebombt hat, so war das ja. Die haben Schalke weggebombt in der zweiten Liga, aber wenn man mal guckt, die haben fast noch ihr Stammpersonal aus der ersten Bundesliga behalten. Die wollen ganz schnell wieder aufsteigen. Von daher gesehen ist das eigentlich fast noch ein Erstligist. Also das wird auf jeden Fall spannend werden. Ich hoffe trotzdem auf Holstein Kiel. Ich finde, die haben das mehr verdient. Freiburg HSV. Ja komm, ich will mal wieder ein Derby sehen. Deswegen hoffe ich, dass der HSV weiterkommt und dass wir Hamburg vielleicht in der dritten Runde dann treffen. Ich glaube, das wäre ein cooles Spiel. Da würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. So. Gehen wir einfach mal weiter. Da haben wir nämlich die brandheiße News, nämlich schon. Thorsten Lieberknecht ist nicht mehr Trainer vom Darmstadt 98. Nach interner Analyse und mehreren intensiven Gesprächen aller Beteiligten hat der 51-Jährige darum gebeten, die Zusammenarbeit zum Wohle des Vereins zu beenden, hieß es. So, Lieberknecht hat hingeschmissen. Da sagt der erste Respekt, viele würden auf den Vertrag bestehen und abkassieren. Menschlich einer der größten Verluste für uns Darmstädter, aber es müssen aber Impulse her, genau, neue Impulse. Thorsten, alles Gute für deinen weiteren Weg, der wird einen anderen Verein finden. Vielleicht bei uns in der Jugendarbeit, das glaube ich nicht. Also so doof kannst du nicht sein, da er ist Profitrainer gewesen zu sein, dann gehst du zurück zu den Jugendleuten. Und dann sollte er auf jeden Fall sich einen anderen Verein suchen. Deswegen sage ich ja, es wird schwierig werden. So. Duelle für Werder. Auf der zweite gehen, das ist der gleiche wie vor 2 Jahren. Genau, haben wir eben gerade darüber gesprochen. Das ist nämlich dieser Artikel hier. Von der Deichstube. Jetzt steht es fest, auf wen der SV Werder Bremen in der zweiten Runde des DFB-Pokals trifft. Wie schon vor 2 Jahren müssen die Grün-Weißen auswärts beim FC Paderborn ran. Bremen, der DFB-Pokal hat ja bekanntlich eine seiner eigenen Gesetze. Doch in diesem Jahr wird es für Werder Bremen besonders kurios. Wie vor 2 Jahren haben die Grün-Weißen in der ersten Runde bekanntlich Energie Cottbus ausgeschaltet, 3-1. Damals folgte die zweite Herausforderung jetzt bei Paderborn und wo es seinerzeit ein bitteres und umstrittenes Aus nach Elfmeterschießen gab. Und tatsächlich auch in diesem Jahr heißt der zweite Gegner es wieder nach Cottbus Paderborn. Erneut sind die Bremer in der Fremde gefordert. Das ergab die Auslosung in der zweiten Runde des Sonntagsnachmittags. Ausgetragen wird die Partie entweder am 29. oder 30. Oktober.
So, und dann müssen wir mal spannend warten, was dabei rumkommt, wer da jetzt neuer Trainer wird. Einmeldung, das Los hat entschieden. Der SV Werder Bremen trifft in der zweiten Hauptrunde auf DFB-Pokals-Auswärts auf den Zweitligisten Paderborn. So, hier steht nochmal das gleiche in grün. Also es ist quasi nochmal so, dass sich das alles geschichtsmäßig sich wiederholt, ne? Ich glaube, wir klauen nachher dieses Bild hier. Das finde ich, glaube ich, gut als Titel. So, Neuzugang Derrick Höhn trainierte heute das allererste Mal mit den neuen Mannschaftskollegen in Spielersatztraining. Hat das denn gut gemacht? Hat schon rausgefunden, wann er spielen soll? Fragezeichen. Agu ist gesetzt und wenn beide spielen sollen, muss Agu nach rechts Weiser ins Mittelfeld und Stay oder Schmidt auf die Bank. Ja, das wird noch lustig werden. Vielleicht sehen wir auch einfach eine ganz andere Aufstellung in Sachen Systemabänderung. Agu wird, sofern alles mit Köln glatt läuft, der erste Ersatz für den beide Außenverteidiger soll das sein. Ab Spieltag 4-5 sein. Durch bei allen Respekt für Agu und seine Entwicklung ist Trick eine Klasse für sich. Ja, müssen wir abwarten. Ich glaube, da werden wir ein ganz anderes Spielsystem erleben. Top, erstmals für die U21 Nationalmannschaft nominiert. Diese Werderaner gehen Stand jetzt auf Länderspielreise. Romano Schmidt und Marco Kühl gehen wieder mit ihren Österreichern auf Kurs. Vidas Veljkovic, Kroatien, ne? Was ist das? U21 Toppi, U20 Backhaus für Deutschland, U21 Isak geht noch, was ist das, Norwegen, ne? So, die Jungs sind also nicht da, können nicht mittrainieren. Wir werden in den Länderspielpausen nochmal gegen Münster ein Trainingsspiel sehen. Und da gehe ich mal davon auf, dass unser Derek da auch zum Einsatz kommt und dass man da ein neues Spielsystem testen wird. Das sollte man auch dringend tun. Ich gehe mal davon aus, dass dieses, ja, vielleicht 3-4-3 kommt oder sowas in der Art, dass wir sowas erleben werden. Ich muss aufpassen, was ich sage. Werder-Profis üben Kritik an Ole Werner. Jemand darf ja nicht vergessen, dass es geht ums allen Deutschen so. Heute waren ja gerade die Wahlen in Sachsen und in Thüringen. 60% der Deutschen meinen ja sowieso, die können ihre Meinung nicht mehr sagen. Und natürlich ist das bei den Profis auch so. Ach, wir sind ja auch ein linker Verein geworden. Wir waren mal konservativ und sind heute links. Dass man da aufpassen muss, was man sagen muss, und dass du nicht mehr so ein Basler hast, wie das früher mal war, das ist leider abhanden gekommen, wenn man diesen Kurs fährt, gell? Dank Mischa Weiser bleibt Marvin Dutsch beim SV Werder Bremen. Marvin Dutsch, ich hatte ein, zwei Angebote, bei denen es konkreter geworden wäre. Es lag da an mir, was ich weiter vorhabe und welche Richtung ich gehen möchte. Ich habe dann einen Tag lang überlegt, mich mit ein, zwei Spielern und meinen besten Freunden unterhalten. Wir hatten und haben dann entschieden, dass der Weg hier der richtige für mich ist. Ich habe intensiv mit Michael Weiser gesprochen. Er hat positiv auf mich eingeredet. Mich hat es gefreut, dass sich der ein oder andere freuen würde, wenn ich hier bleibe und es nicht einfach so hingenommen wird, wenn ich den Verein verließe. Ja, Jessica freut sich da wie Bolle drüber, Dutschi. Das kannst du dir sicher sein. Die ist dein größter Fan. Ich glaube, danach kommt auch schon Toppi. Also das Sturmduo eigentlich an sich. Ja, ich glaube, das ist eine gute Sache jetzt aktuell. Aber ich hätte gerne die 10 Millionen gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Aber Geschmäcker sind unterschiedlich, ne? Dürfen sie ja auch sein. So, er muss aufpassen, was er sagt. Was sagt er denn überhaupt? Ich muss aufpassen, was ich sage. Werder-Profis üben an Ole Werner Kritik. Das 0-0 entschied, sorgt in Bremen offenbar für mehr Frust als Freude. Verstehe ich gar nicht, warum. Ich verstehe nicht, warum da nachhinein darauf hingehakt hat. Wir haben in der Analyse in der letzten Spielzeit gesehen gehabt, dass Werder und mitunter Ole Werner risikofreudiger war und diese Spiele extrem dann offensiv angegangen sind, weil die ja mit 10 Mann waren. Wäre es das Richtige gewesen oder nicht? Wir wissen alle, Dortmund ist Champions League Power. Die haben die Qualität, auch mit 10, 20% Spielbestimmung noch ein Tor reinzujagen. Es stand nur 0-0. Das hätte auch nach hinten losgehen können.
Ich kann das voll und ganz verstehen, dass man da auf Nummer Sicherheit gesetzt hat. Das hat man in der letzten Saison nämlich nicht gemacht. Und das waren die Punkte, die uns gefehlt haben. Ich nehme lieber diesen einen Punkt mit als vielleicht mögliche drei. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ich kann diese Kritik auch gestern schon in Zusammenfassung des Spielsvideos, kann ich das nicht nachempfinden. So. Schnell sich diese 40 Punkte zusammenmausern irgendwie und dann gucken, was geht. Und das Gucken, was geht, wird erst gehen in der Rückrunde. Das muss jedem klar sein. Das heißt, sammelt bloß jeden Punkt, den wir kriegen können. In Dortmund einen Punkt zu gewinnen, das ist schon heutzutage sehr, sehr, sehr gut. Vielleicht hätte man das gewinnen können, man hätte aber auch verlieren können. Das darf man nicht vergessen. Vor dem Spiel hätte, glaube ich, jeder den Punkt mitgenommen. Also die Kritik, weiß ich nicht, kann ich hier nicht stehen lassen. Ich habe Ole Werner schon oft gelobt und oft kritisiert. Immer dann, wenn es auch passend war, meiner Meinung nach. Und in dem Fall muss ich ihn jetzt mal in Schutz nehmen. Während Trainer Ole Werner Kritik aus dem Kader erntet, nimmt der Coach seine Spieler in die Pflicht. Das muss er auch tun. Werder Bremen lieferte gegen Dortmund über seine Strecken ein starkes Spiel ab und war passenderweise sogar deutlich gefährlicher als der BVB. Doch das Unentschieden fühlte sich für uns so an, Werder-Profis eher wie ein Punktverlust an, gegen die vermeintlichen Favoriten. Das sorgte auch nach dem Spiel für reichlich Frust und rückte vor allem Bremens Trainer Ole Werner ins Rampenlicht. Ich glaube, wenn Füllkrug da gewesen wäre, hätte er wieder irgendwas zusammengetreten. Ich glaube, ich kann das verstehen, dass die Spieler, gerade die Stürmer, dann ihre Tore machen wollen. Es war auch vorne irgendwie so ein bisschen mit Handbremse gespielt worden, hatte ich das Gefühl gehabt. Da würde mehr gehen. Ole Werner sagte das auf der Pressekonferenz ja auch. Die Außenverteidiger hätten da mehr machen müssen, um mehr vorne den Zugriff zu kriegen für die Stürmer. Da fehlte das passt noch nicht hundertprozentig. Vielleicht ändert sich das ja durch Derrick, dass dann mehr Flanken nach vorne kommen. Das ist ja ein offensiver Spieler. Nach dem Dortmunder Platzverweis 73. Minute Gelb-Rot für Nico Schlotterbeck spielten die Bremer in Überzahl, fanden aber nicht den Schlüssel zum überraschenden Dreier gegen den BVB. Eigentlich müssen die sich noch glücklich fühlen, dass sie nur ein Unentschieden da gemacht haben, dass die nicht vergeigt haben. Also, ich weiß nicht, warum die am Ende am Boden lagen. Eigentlich hätten sie danach jubeln müssen. Das ärgerte auch Kapitän Marco Friedl, der sich etwas mehr Unterstützung von der Seitenlinie erhofft hatte. Er hat sich ja auch einen breiteren Kader gewünscht. Da gab es ja auch schon mal Kritik. Wir haben ein super Spiel gemacht, aber bei 20 Minuten Überzahl ist das zu wenig. Die schlechtesten Minuten hatten wir nach dem Platzverweis. Da haben wir nicht viele Ideen, wussten nicht recht, was wir machen müssen. So der Österreicher kritisch. Ja, ist natürlich klar, Dortmund wird sich anders aufgestellt haben und dann waren alle Pläne für die Katz. Und eigentlich, da kann ich die Kritik so ein bisschen verstehen und muss eine Mannschaft darauf vorbereitet werden, wenn das jetzt mal passiert, was mache ich dann? Weil Dortmund wird natürlich dann auch anders agieren, das ist auch logisch, die machen dann hinten mehr zu. So, und dann brauche ich einen Toröffner und dann hätte ich mal so einen Birki reingebracht. Da haben wir nicht viele Ideen, wussten nicht recht, was wir machen sollen. So. Offenbar fühlte sich der 26-Jährige von außen alleine gelassen. Wir Spieler auf dem Platz sind in der Verantwortung, aber von draußen müssen wir mehr miteinander reden. Mit dieser Meinung stand Friedl offenbar nicht alleine da. Auch Teamkollegen Dutsch übte Kritik in Richtung Trainerbank. Ich hatte das Gefühl auf dem Platz, dass wir von hinten nicht mehr angedribbelt sind. Ganz ehrlich, äußere deine Kritik. Aber die Saison ist noch so früh, den Trainer da jetzt irgendwie öffentlich. Mach das bitte in der Kabine. Wenn wir kurz vorm Abstieg stehen, dann kann ich das verstehen. Aber so gehört das dann echt nicht hin. Oder wenn der Trainer nicht einlenken will oder sowas, dann kann ich das verstehen, dass man dann mal in die Öffentlichkeit geht. Aber echt, das gehört in die Kabine, Leute. Auch von draußen kam da die ein oder andere Hilfestellung kommen. Fühlte sich der Stürmer ähnlich alleingelassen wie sein Mannschaftskapitän. Ja, es ist ein Kapitän. Rede doch bitte mit deinem Trainer. Das sind genau die Leute, die reden. Dutsch war zudem auch über seine Auslassung vor Beginn der Nachspielzeit verärgert. Ja, warum? Ich bin eigentlich verärgert, dass er so spät ausgewechselt worden ist. Ich hätte Marco viel mehr Zeit gegönnt. Man zeigte sich sichtlich frustriert. Ich muss aufpassen, was ich sage. Man hat gemerkt, dass wir nur
noch einen dem Ball hinterherlaufen, dann hätte man vielleicht auch einen anderen Spieler auswechseln können und das Spiel offensiver machen können und dafür Jens Day oder Sanne Lin runternehmen müssen. Das ist ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen? Brachte Dutsch sein Unverständnis über seine Auswechslung deutlich rüber. Okay, meinst du denn nicht, dass die beiden denn sauer gewesen wären? Kann ich den Spieß ja auch umdrehen oder nicht? Ole Werner widerspricht der Kritik. Werder-Coach Ole Werner hingegen suchte die Schuld bei seinen Spielern und wollte die Kritik an sich nicht stehen lassen. Ich glaube schon, dass wir eingewirkt haben. Aber das Grundproblem war, dass wir die Innenverteidiger nicht wirklich mal in den Räumen angegangen sind, die sich geboten haben. Auch Transferpolitik sorgt für Frust in Bremen. Siehst du, da haben wir es ja. Kapitän Friedel zeigte sich neben dem BVB-Spiel zudem unzufrieden mit der Transferpolitik seines Vereins. Ich hätte mir mehr in der Breite gewünscht, aber es wurde nicht erfüllt. Wir hatten oder haben in den letzten Saison gesehen, was ist, wenn drei, vier Spieler fehlen. Dann wird es eng. Unser Kader ist zu dünn. So Friedel, der die Hoffnung auf Verstärkung dennoch noch nicht ganz aufgegeben hat. Vielleicht passiert ja was im Winter. Oh, vielleicht. Wo kein Geld ist, angeblich. Kannst du auch nichts erwarten. So, die haben sich nochmal rührend Sahin und Ole die Hand gegeben. Sahin war ja auch mal Spieler bei uns gewesen, kurzzeitig 2 Jahre. Ein ganz besonderer Heimpremiere für Thiesel Topp. Für das zweite Mal lief unsere Nummer 42 im Weserstadion auf. Wie der Moment bei der Einwechslung für unseren Angreifer war, jetzt hier lesen. Ich hoffe, wir können es auch lesen. Ah ja, so. Es war die 82. Spielminute, als groß auf dem digitalen Pfifferblatt der Wechseltafel für die Grün-Weißen mit Nummer 42 aufblinkte. Zwar waren es auch nach seinem Dreierpack in DFB-Pokal und den Startelfdebüt in der Bundesliga bei Augsburg nicht mehr der erste Einsatz im Werder-Trikot, eine Premiere, die feierte Thiesel Topp mit seiner Einwechslung gegen Dortmund allerdings schon in seinem Wohnzimmer. Das erste Mal im Weserstadion aufzulaufen, für viele ein Wunschszenario oder Traumvorstellung für Werder Bremen. 20-jähriger Angreifer Thiesel Topp, der selbst in der Offensive oder bei Auswärtsfahrten im Gästeblock stand, ging genau das am Samstagnachmittag in Erfüllung. So, ich verlinke euch das natürlich alles in meinen Videos, kein Problem. Şahin ist zurück und alter Stärke. Der Offensivmann war ein wichtiger Faktor bei 0-0 Unentschieden gegen den letztjährigen Champions League-Finalist Dortmund. Zum Text. Schlüsselrolle beim Startelf-Comeback. Mit zwei schnellen Drehungen bat Şahin Dortmund Wandemar Anton schon nach wenigen Sekunden zum Tanz. Der 23-Jährige war mit eben dieser Schnelligkeit und der Beweglichkeit ein wichtiger Faktor, um den diesjährigen Champions League-Finalisten bei 0-0 Unentschieden auf Augenhöhe zu begegnen. Nach seiner Sprunggelenksverletzung und den anschließenden krankheitsbedingten Ausfall ist das den zurück mit alter Stärke. Ich wundere hier immer noch, dass Dortmund den nicht haben wollte. Ne? Zudem ging Werders Nummer 11 mit einer zusätzlichen Motivation in die Begegnung. Immerhin war er gebürtiger Hamburger, für sein Jahr von Werder an die Zweitvertretung Borussia Dortmund ausgeliehen, wo er für den Profis aber auch seine Bundesliga-Debüt feierte. Natürlich ist es besonders, gegen den Ex-Verein zu spielen, erklärte Justin. Deswegen bin ich vielleicht auch etwas sauer über den einen Punkt, weil ich unbedingt gewinnen wollte. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 33,96 Stundenkilometern war der Angreifer der schnellste Spieler auf dem Platz. Ja, das wundert mich nicht. Seinen Tempovorteil nutzte Justin dann aber auch nicht aus, um Nico Schlotterbeck zu einem Grätsche zu zwingen. Es hat allerdings funktioniert, die den Favoriten in Unterzahl geraten ließ. Vereinslos ist immer noch da, Klasen. Wäre das nicht mal eine Idee, fragt hier ein User. Ja, warum nicht, wenn er nicht so viel verlangt? Vielleicht der perfekte Mann, den wir noch brauchen. Schon seltsam, wie hier alle genau wissen, dass Fritz noch nicht bei Klaassen angefragt hat. Sollte er es noch nicht gemacht haben, wird er bestimmt einen Grund haben. Warum glauben alle,
Das wäre zu faul, dusselig, uninteressant ist. Tja. Da gab es ja auch irgendwie ein Gerichtsurteil, irgendwie wegen Kohle war da ja auch was im Raum. Vielleicht will man den ja auch gar nicht mehr zurückhaben nach der Klage, ne? Wäre das ja immer so ein bisschen komisch. Die Werder-Frauen, die Werder-Frauen. Auftakt bei den Pokalsiegerinnen. Der Vorbericht zum Ligastart bei Wolfsburg. So, auf den ein neues Level. 15 Wochen noch. Den letzten Erstligaspiel bei Bayer Leverkusen eröffneten die Werderinnen beim amtierenden Pokalsieger Wolfsburg ihre neue Saison in der Gubel-Pixop-Frauen-Bundesliga. Ach du Schande, wie heißt die denn? Warum nennt man die nicht einfach die erste Bundesliga der Damen? Oder so. Naja. Nach der erfolgreichsten Spielzeit der Vereinsgeschichte wollten sich die Grün-Weißen weiter im Fußball-Oberhaus etablieren. Das Ziel, eine stabile Saison, Anstoß der Partie beim Vizemeister ist am Montag, den 2.9., also morgen, 18 Uhr. Danz, Magenta TV, Sport und Sport 1 und Twitter-Ticker übertragen das wohl. So, dann habe ich hier eine traurige Nachricht wohl gesehen. Werder trauert um Herasch Goldbeck-Bullen. Der SV Werder Bremen trauert um Herasch Goldbeck-Bullen. Mit großer Bestürzung haben die Grün-Weißen vom Tod des irischen Werder-Fans erfahren, der am Samstag nach fast einem Jahr geiselhaft im Gazastreifen getötet worden ist oder tot aufgefunden worden ist. Da haben wir schon mal kurz einen Beitrag zu gemacht gehabt. Unter Beiträge findet ihr das. Herrsch wurde am 7. Oktober 2023 durch die Hamas entführt und war seitdem in Geiselhaft. Ein Video von Herrsch im April hatte seine Familie, seinen Angehörigen und Freunde noch einmal Hoffnung gegeben, doch diese hat sich nun leider nicht erfüllt. Unsere Gedanken und unser tiefstes Mitgefühl sind in diesen schweren Stunden bei der Familie Goldbeck-Polin, den Angehörigen und Herrsch-Freunde. Warum kann man bei sowas ohne Scheiß? Wer da macht da immer dieses linksradikale Gender-Scheiß rein? Selbst bei einer Traueranzeige muss das sein. Ich verstehe das nicht. Und man sieht das hier auch gerade bei den Wahlen, die gerade im Fernsehen laufen. Auch 90% der Wähler wollen diese Gender-Scheiße nicht, ne? Ich hoffe, bei Werder hört das mal irgendwann auf. Man kommt einfach mal wieder zur Menschlichkeit zurück und lässt diesen ganzen linksextremistischen Wahn da endlich mal sein und spielt endlich mal wieder Fußball. Boah, ich werde wahnsinnig mit diesem Gender-Müll. Also ich kann da nur viel Kraft geben. Und es ist echt traurig, dass er nicht zurückgekommen ist. Das muss man fairerweise sagen. Ich denke mal, da wird Werder nochmal einen Trauerflor spielen und da wird noch wahrscheinlich nochmal was nächstes Mal kommen im nächsten Heimspiel. Wahrscheinlich erst nach der Länderspielpause. Oder die machen es gegen Münster. Das kann natürlich auch sein. Es ist scheiße, sowas. Politik überall. Ich weiß nicht, warum Menschen nicht einfach zusammenleben können, warum es immer Zank und Streit geht. Allein die Grenzen, ist es nicht egal, ob der eine auf der rechten oder auf der linken Seite des Flusses wohnt, kann man sich nicht in Ruhe lassen, wenn man sich nicht mag. Das geht doch mit deinen Nachbarn auch. Ey, ich mag auch nicht alle meine Nachbarn, wenn ich mal ehrlich bin. Aber ich gehe doch nicht rüber mit einem Baseballschläger oder irgendwas. Und dann guck ich mit einem Arsch näher an und dann ist gut. Kann man das nicht einfach tolerieren? Warum muss man Gewalt machen? Warum muss man Krieg machen? Ich verstehe das nicht. Wir sollten eigentlich den Verstand in der Birne haben, alle Waffen wegzuschmeißen und friedlich miteinander zu leben. Ich meine, das Leben ist eh kurz und begrenzt. Ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann nur hoffen, dass aus sowas Trauriges was Positives wird, dass für wenigstens der Krieg da unten endet und dass man sich an den Verhandlungstisch setzt und damit das lässt. Dieser Hass, ich kann den nicht verstehen. Es tut mir leid. Und ich kann nur sagen, ich hoffe nur, dass daraus wenigstens jetzt was wird, dass die wenigstens den Krieg aufhören. Bitte hört auf mit Hass. Guckt in eure Herzen rein. Wir sind alles nur Menschen, egal welcher Hautfarbe, Religion.
Mein Gott, wenn du eine andere Religion hast und bist mit unseren Lebensweisen nicht zufrieden, dann geh doch in dein Land zurück, lebe da, wie du willst, und wir fahren da gar nicht hin und machen da irgendwie Urlaub oder irgendwas. Und dann ist doch gut. Aber ich muss doch nicht. Ich verstehe die Menschen. Ich verstehe das nicht. Warum ist die Welt so grausam, wenn man das eigentlich ändern möchte? Ich kenne nur Menschen, wenn die fragen, willst du Krieg oder Frieden? Wir sagen, jeder zu mir Frieden. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß es nicht. Es macht mich unfassbar traurig zu sehen. Der war bestimmt da beim Musikfest gewesen und dann kam ja dieser Überfall rein. Ey, das macht mich fertig. Ich habe das jetzt eben durch Zufall gesehen. Das macht mich fertig. Da weiß ich gar nicht, wie ich weitermachen soll. Ich denke, wir werden jetzt einfach auch abbrechen. Ich meine, das reicht auch mit einem Video. Und alles andere kann man am anderen Tag klären. Also das ist mega scheiße, sowas. Ich wünsche euch einen schönen Abend, bleibt dennoch sportlich und kämpft für Frieden auf der Welt und hört bitte mit dem Gendermüll auf. Das heizt die Stimmung wirklich nur an. Es gibt 90% der Leute, die hassen das. Kann ja verstehen, wenn sich Leute einen Körper nicht wohlfühlen, dass sie dann vielleicht auch wie Herr oder Frau eine Bezeichnung kriegen wollen. Aber ganz ehrlich, das Wort divers, das finde ich auch störend. Ich meine, wie sprichst du denjenigen an? Kannst nicht Herr sagen, kannst nicht Frau sagen, du sagst divers Müller. Dann macht eine Umfrage, wie die sich benennen wollen, was Schönes, was man auch im Satzbau irgendwie einbauen kann, wie Mann oder Frau, kann man sich ja was überlegen und dann muss gut sein. Aber lass bitte diesen Gendermüll weg. Wir haben nun mal, dass wir der und das haben. Das hat sich so entwickelt, die Sprache. Lass das bitte sein. Und hört auf mit der Politik im Fußball. Ich wünsche euch einen schönen Abend, bleibt sportlich. Und es tut mir leid, dass das Video so traurig endet. Ich habe das gerade durch Zufall erst gesehen. Also meine Gedanken gelten echt der Familie und den Freunden. Ihr habt jetzt eine ganz schwere Zeit vor euch und ich weiß, wie das ist. Ich sage Tschüss für heute Abend, bis zum nächsten Video.